So, Leute, es ist immer noch Release-Woche, es ist immer noch Koa 2021 Zeit. Dieses Mal eine englische Version. Es ist immer noch arschheiß und es ist immer noch das Fenster offen, man hört immer noch die Vögel. Popular Magic Format, Standard Booster Draft Commander. Ja, man kann halt auch alles raushauen, was nicht irgendwie Geld bringt. Ne? Danke für nichts, Wizard. Wall of Runes. Ein blaues Mana Defender. Wenn sie ins Spielfeld kommt, Scry 1. Fetted Imp. 2 Mana 1-2 fliegend. Für ein schwarzes kriegt der Death Touch bis zum Ende des Zuges. Snare Spider. 2 Mana 1-3 Reach. Wenn sie eine fliegende Kreatur blockt, kriegt sie plus 2 plus 0. Goblin Aronist. Da wurde ich jetzt auf aufmerksam gemacht, das ist hier, das ist das Goblin, der Goblin-Kopf. Ich dachte immer, das wären die Goblins. Immer gern. 1x1, wenn er stirbt, fügt er einem Ziel einen Schaden zu. Keen Glidemaster. 2x2-1. Für 3 Mana kriegt er Fliegen bis zum Ende des Zuges. Okay. Village Rides. Ein schwarzes Mana Instant. Man opfert eine Kreatur und zieht 2 Karten. Bad, vor allem nicht als Instant. Swift Response, ich liebe das Artwork immer noch. 2 Mana Instant, man zerstört eine getappte Kreatur. Makeshift Battalion, 3 Mana 3-2. Wenn die und mindestens 2 weitere Kreaturen angreifen, kriegt die eine +1/+1 Marke. Wow, komische Boros-Typen. Pitchburn Devil, Pitchburn. 5 Mana 3-3, wenn sie sterben, fügen sie 3 Schaden auf irgendeinem Zahn. Okay. Oh mein Gott, es ist ein Hund, es ist ein Dog. 5 Mana 3-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, zerstört man Artefakt oder Verzauberung, die ein Gegner kontrolliert. Havoc Jester. 5 Mana 5-5. Immer wenn man permanentes Kontroll opfert, fügt das irgendeinem Ziel einen Damage zu. Dire Fleet Warmonger. Oh wow. Ich muss erstmal kurz das Fenster zumachen, da fängt irgendjemand an, Rasen zu mähen. Oh mein Gott. So, gucken wir uns mal den Direfleet Warmonger weiter an. 3 Mana 3-3, zu Beginn der Kampfphase. In eurem Zug könnt ihr eine Kreatur abfahren. Wenn ihr das macht, kriegt ihr plus 2 und Trampel bis zum Ende des Zuges. Orc Pirate, ja okay, nee. Nicht so geil, nicht so geil. Canopy Stalker, 4 Mana 4-2, der muss geblockt werden und der fügt... Ne, wenn er stirbt, kriegt ihr ein Leben für jede Kreatur, die in diesem Zug gestorben ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und... Yorel Yomagnov Recluse. Nee, Munvuli. 2 Mana 1-2. Immer wenn ihr eine zweite Karte in einem Zug spielt, kriegt ihr eine 2-2 Katze. Und für 4 Mana kriegt bis zum Ende des Zuges Kreaturen, die ihr kontrolliert, Base Power und Toughness XX, wo X die Anzahl an Karten in eurer Hand sind. Nicht so bad. Und, oh, ich war gerade ganz kurz excited. Swift Watercliffs, kommt getappt ins Spiel, ihr kriegt ein Leben. Blau oder rot. Ja. Soviel zu M21. Ich hoffe, ihr wart alle beim Pre-Release. Ich hoffe, ihr habt Local Game Stores unterstützt. Ja, ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.